Jeder Weg startet mit dem ersten Schritt. Aber vor dem ersten Schritt braucht es eine gute Planung und Vorbereitung. Ein klares Ziel vor Augen und die Überzeugung im Herzen, dass man das gesteckte Ziel erreicht. Starke Wurzeln und der Rückhalt in der Familie sind mir sehr wichtig. Als Ausgleich zum abwechslungsreichen Regierungsamt treffe ich mich gern mit Freunden, treibe Sport in der Natur oder mache Musik. Mir ist es wichtig, dass ich mir selbst treu bleibe. Wenn ich allein in den Berg unterwegs bin, habe ich Zeit zum Nachdenken. Über Entscheidungen von der Regierung, Ministertreffen oder Gespräche mit den Bürgern. Da kann ich Kraft tanken und neue Ideen entwickeln. Persönlich ist mir Verlässlichkeit, Geradlinigkeit und Vertrauen wichtig. Es geht darum, zu tun, was man sieht. Dazu gehört auch, dass man die Fakten aufbereitet und kommuniziert, damit man weiß, was man tut. Bei der Führungsarbeit braucht es immer ein Miteinander. Es geht ums Gemeinsame, um unser Land, um uns alle, die Menschen, die hier leben. Wenn wir Verlässlichkeit, Erfahrung und das Miteinander zusammenbringen, dann ist Liechtenstein in guten Händen. Wir leben auf einem ganz speziellen Fleck Erde. An einem Fleck, den wir Heimat nennen dürfen und wo unsere Vorfahren gestaltet haben. Am Tag ist Liechtenstein ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Wir interagieren und kommunizieren mit der ganzen Welt. Am Abend und in der Nacht erleben wir Liechtenstein mit seinen Traditionen. Das Heimelige, Ruhige und Vertraute. Und beide Seiten machen unser Land aus. Jetzt liegt es an uns, Verantwortung weiter wahrzunehmen, damit Liechtenstein sich weiterentwickelt und gleichzeitig damit wir bewahren, was uns wichtig ist. Ich bin tief überzeugt, dass wir hier im Liechtenstein, im Kleinen und in Zukunft Grosses schaffen konnten.